Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es ist Zeit für die ganzen aufgebrauchten Produkte, die ich in den letzten Wochen gesammelt habe. Es ist so unfassbar viel, dass ich wirklich sage, lasst uns einfach loslegen. Ich hoffe, ich kann euch ein bisschen inspirieren. Vielleicht ist der ein oder andere Tipp dabei oder ein Produkt, wo ich euch davor bewahre, es zu kaufen, weil es einfach nichts taugt. Genau, ich freue mich, ich wünsche euch ganz viel Spaß und ich würde sagen, wir starten, wie gesagt, direkt mit Waschmittel. Greife ich jetzt gerade mal. Und zwar habe ich einmal von Denk mit das White Sensation aufgebraucht und einmal von Lenore das Color Waschmittel. Ich muss sagen, das hier finde ich vom Geruch sehr, sehr neutral. Aber irgendwie habe ich normalerweise immer Perwoll und ich meine an dem Tag, dadurch, dass das bei dir... So, einmal Speicherkarte geleert. Dadurch, dass es das bei DM halt nicht gibt, das weiße Perwoll, habe ich einfach mal dazu gegriffen. Kann man machen, würde ich aber jetzt nicht unbedingt bevorzugt kaufen, weil, wie gesagt, es ist mir irgendwie vom Geruch her zu nichts, wisst ihr? Genau. Das von Lenore finde ich vom Geruch sehr, sehr gut. Kaufe ich immer mal wieder neben meiner Perwoll-Produkte und das finde ich, ja, finde ich super. Als nächstes habe ich hier von Frosch den Spiritus Glasreiniger in dieser Nachfüllflasche. Und den muss ich unbedingt auch wieder kaufen. Ist bei uns wirklich täglich im Gebrauch, gerade für unsere Glastische im Wohnzimmer, aber eigentlich auch für alles andere in der Wohnung. Das ist so wirklich mein meistgenutztes Putzmittel. Und gut, dass ich das drehe. Da kann ich heute noch mal ein bisschen was auf meine Einkaufsliste schreiben. Und zwar habe ich von Profissimo Eiswürfelbeutel, die ich unbedingt wieder nachkaufen muss. Ich trinke tatsächlich eigentlich gefühlt jeden Tag momentan meinen Eiskaffee und dafür benutze ich sehr viele Eiswürfel. Aber jetzt, wo es natürlich auch ein bisschen wärmer wieder ist, die Tage einfach so für Getränke. Und dann habe ich die 8-Stunden-Lichte. Auch die muss ich wieder besorgen. Die benutze ich immer, weil ich das einfach besser finde als die 4-Stunden-Lichter, die gefühlt nach einem halben Abend, wenn man sich das gemütlich macht, schon ausgehen. Deswegen kaufe ich die nie, sondern immer die 8-Stunden-Lichte. Genau, dann das dreilagige Toilettenpapier von Sanft und Sicher von DM. Das habe ich eigentlich immer da. Außer ich bin mal nicht gerade bei DM gewesen und brauchte was, so wie jetzt bei Aldi aktuell. Aber sonst mag ich das sehr gerne. Genau, dann habe ich... Oh Gott, das ist richtig viel, Leute. Habe ich hier einmal von... Ist auch ein bisschen eingesaut, von Perwoll. Das Care and Refresh. Das finde ich richtig gut. Kaufe ich auch immer wieder mal nach. Mal dieses, mal das für Sportkleidung, dieses andere blaue. Oder auch mal das rote ganz normal für Color. Genau, schaut mal. Oh Gott, ich muss mal irgendwie hier das umtrapieren. So, einmal so. Dann habe ich von Denk mit die Allzwecktücher feucht in der Sorte Limette und Basilikum. Die finde ich sehr gut. Auch da nehme ich mal die und mal die Sorte. Aber in der Regel auch immer die von DM. Machen wir mal so. Genau, hier seht ihr einmal noch die pure Frische. Einmal die blauen habe ich auch noch. Ja, dann habe ich einmal den Spiritus Glasreiniger hier in so einer Nachfüllpackung gehabt. Ich glaube, den gibt es bei DM und den anderen habe ich mal bei Rossmann gekauft. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, außer von der Verpackung her. Ist da gleich viel drin, können wir gleich mal gucken. Ja, hier ist 1 Liter drin und hier 950 Milliliter. Preislich weiß ich jetzt aber aus dem Kopf tatsächlich nicht, ob sich das was nimmt. Ja, genau. Einmal so. Dann hatte ich... von Sacrotan den WC-Reiniger. Den fand ich eigentlich gut. Also ich habe ihn jetzt nicht gekauft unbedingt wegen der Marke. Da ich denke, wenn man regelmäßig putzt und Putzmittel verwendet, dann ist das Haus ja auch so rein. Aber ich wollte ihn einfach mal ausprobieren und ich fand den echt gut. Ja, und hier habe ich dann nochmal das besorgte Sportperwoll. Also ihr seht es und ich glaube, das sieht man immer in meinen Aufgebraucht-Videos. Ich habe sehr viel Waschmittel verbraucht, weil bei uns jeden Tag die Waschmaschine läuft. Also sei es Sportklamotten von meinem Freund, sei es die normale Kleidung, Hundebetten, Bettzeug. Also ich wasche jeden Tag und wir haben nicht mal Kinder. Also das ist wirklich enorm. Dementsprechend brauche ich natürlich auch immer Waschmittel. Und das Schwarze, das habe ich auch immer. Also bei Schwarz wechsle ich tatsächlich nie. Bei Bunt mal, aber Schwarz ist immer Perwoll. Genau. Ja, dann habe ich, die habe ich nur ab und zu da von Lenore, dieses Wäscheparfüm. Ich benutze ja keinen Weichspüler mehr und ab und zu, gerade bei Sportkleidung oder ja, bei bestimmten Sachen benutze ich dann tatsächlich gerne einen Wäscheduft, einfach damit die Wäsche frisch riecht. Ja, und da finde ich die Sorte von Lenore eigentlich fast sogar mit am besten.
Und ich weiß auch, dass es die ab und zu mal in so Sonderpostenläden wie Krümet oder Jawohl für die Hälfte oder so gibt. Also falls ihr solche Läden auch bei euch in der Umgebung habt, schaut da mal. Da kann man ordentlich bei solchen teuren Produkten immer sparen. So, und jetzt sehe ich, weiß habe ich natürlich auch noch. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Wochen ich gesammelt habe, aber das letzte aufgebrauchte Video liegt auf jeden Fall auch schon wieder ein bisschen zurück. So, jetzt sammle ich mal um. Oh, guck mal. Schande über mein Haupt. Da sagte sie gerade, ich benutze keinen Weichspüler mehr. Und dann hat sich hier doch einer versteckt. Aber ich erinnere mich, den habe ich einmal mitgenommen, weil ich die Sorte so toll fand. Aber sonst benutze ich oder kaufe ich eigentlich wirklich keinen mehr. Früher sehr viel. Ich weiß nicht, ob sich das auch mal wieder ändert. Aber eigentlich, ja, wollte ich ein bisschen drauf verzichten. So, aktuell rieche ich, seitdem ich Corona hatte, eh nichts. Von daher ist es halt so wild. Von Finish habe ich hier die Spüli-Tabs. Fand ich sehr gut. Aktuell habe ich welche von Somat, so neue. Aber da wechsle ich auch immer auch mal die günstige Hausmarke von DM von uns. Denkt mit, finde ich immer alles gut. Ja, dann gab es hier im Dreierpack von Sanft und Sicher diese Micellen-Toilettentücher. Finde ich auch immer sehr gut, diese Dreierpacks von unserer Hausmarke. Und deswegen kaufe ich immer, je nachdem was für eine Limited Edition es gibt, die nach. Oder ich sehe hier auch gerade auch mal hier von Tempo. Da habe ich die mit Aloe Vera. Genau, bleiben wir nochmal beim Thema Wäsche, sehe ich gerade. Da habe ich mir tatsächlich, glaube ich, ist das mal gewesen, von Lidl auch so ein Wäscheparfum mitgenommen. Und den fand ich vom Geruch nicht schlecht. Steht jetzt, glaube ich, nichts drauf, aber den fand ich auch sehr angenehm. Steht auch drauf, für Sportkleidung und Handtücher geeignet. Ja, Sportkleidung ist bei uns überwiegend, weil teilweise das durch den Synthetikstoff einfach sehr doll stinkt. Habt ihr das auch manchmal? Dann wasche ich Sportklamotten von meinem Freund mit normaler Kleidung. Danach stinkt die ganze Maschine, obwohl ich es zeitnah wasche. Also manchmal, ja, ist das echt lästig. So, dann habe ich von Rituals zweimal Duschschaum. Einmal meine Lieblingssorte Orange Zedernholz und dann einmal Ritual of Holy. Der war so geil. Also den würde ich auch nochmal nachkaufen. Ich weiß gar nicht, ob und wie lange, wenn ja, es die Limited Edition noch gibt. Aber die kann ich euch richtig ans Herz legen. Finde ich richtig toll. Irgendwie so blumig, aber nicht zu doll, nicht zu künstlich süß. Also richtig angenehm. Und dann sehe ich hier noch ein Produkt. Oh, jetzt wird es richtig schmierig. Egal. Ja, hier klebt, glaube ich, eine Heilerde-Maske halb dran. Von Rituals einmal noch das Eukalyptus Warming Ginger Peeling. Das riecht auch richtig wie Spa. Wie so eine Hammerbehandlung in der Türkei, wie Sauna. Wir lieben die Produkte von Rituals. Und wie gesagt, wir haben irgendwie gefühlt immer mal wieder was da. Ja, dann habe ich von L'Oreal das Öl Magique Jojoba Shampoo aufgebraucht. Das fand ich sehr gut, würde ich nachkaufen. Jetzt aktuell habe ich was vom Friseurbedarf da, was ich teste. Aber auch aus der Drogerie teste ich natürlich immer wieder was. Und das würde ich echt nachkaufen, kann ich euch empfehlen. Ein Gesichtsreinigungsprodukt aus einer Kooperation von Yves Rocher. Fand ich auch sehr, sehr toll. Da hatte ich ja verschiedene Produkte, beziehungsweise habe auch noch zum Teil das Peeling und die Maske. Das ist jetzt hier Pure Alk, ein Reinigungsmousse. Und ja, finde ich toll. Vom Geruch richtig so, wie als wenn man irgendwie an der Ostsee wäre. Also so richtig maritim, frisch. Und Reinigungsschaum ist ja sowieso immer sehr sanft zur Haut. Ich mag das mit dem Pumpspender, dass man es einfach dosieren kann in der Dusche. Ist für normale und Mischhaut, fand ich richtig gut. Würde ich nachkaufen. Wenn ich nicht immer wieder auf der Suche nach neuen Produkten bin, die ich teste gerne. Ja, dann eine Sache, die wir tatsächlich auch immer wieder nachkaufen, ist das Eva Klar von La Roche-Posay. Das ist aus der Apotheke und das ist sozusagen so ein Reinigungsprodukt bei Pickelchen. Finde ich richtig gut. Benutze ich immer mal wieder zwischendurch, mein Freund auch. Ja, ist so ein Langzeitfavorit, den wir seit Jahren schon immer nachkaufen. Es reinigt richtig tiefenrein und man hat danach so richtig so ein quietschsauberes Gefühl auf der Haut. Ist auf jeden Fall für alle, die zu Pickel neigende Haut haben. Ja, dann habe ich hier noch ein Waschmittel in Color, also für Buntes. Und das ist mit Orchidee und Sandelholz und das ist so ein geiler Duft. Also ihr wisst es, ich liebe alles, was mit Sandelholz ist, Duschgel, deswegen auch dieser Rituals-Schaum oder diese ganze Reihe ist mein Favorit. Kerzen, egal was. Und dann gibt es einfach ein Waschmittel, was mit Sandelholz ist. Wie geil ist das bitte? Das ist meins. Ja, finde ich auch richtig toll, kaufe ich auch immer wieder nach. So, dann ab und zu kriegt meine Spülmaschine hier von Somat so ein Intensivmaschinenreiniger. Den finde ich auch toll. Ist mal eine Empfehlung von meiner Mutter gewesen. Seitdem kaufe ich den irgendwie gerne nach. Aber auch mal von Dr. Beckmann das Pulver oder so. Also da wechsle ich auch immer. Oh, hier ist ja richtig was los. Hier ist auf jeden Fall meine Anti-Pickel-Maske
kippe noch den Rest. Das sieht jetzt echt eklig aus, aber es ist Heilerde. Und zwar habe ich hier von Garnier das pure frische Deo. Ich finde die richtig toll. Ich habe aktuell auch wieder das Lila-Grüne in Anwendung, benutze ich jeden Tag, finde ich super. Das war so ein bisschen mit so einem frischeren Duft und ja, würde ich auch nachkaufen, fand ich toll. Ist aber ein Deo, das andere ist ein Antitranspirant. Also da kann man immer noch unterscheiden, weil es ja nicht jeder benutzt ja Antitranspirant wegen der Aluminiumsalze. Ja, so, was haben wir noch? Ich habe noch von Odolme 3 einmal die Extra White Zahnpasta und die mit Wassermelone, Gurke und Minze. Die finde ich richtig geil. Die gibt es ja in 3 Sorten. Die kaufe ich immer gerne mal wieder nach. Auch diese orangefarbene davon finde ich richtig erfrischend. Zahnpasta. Ihr seht es in meinen Aufgebraucht-Videos. Ich nehme mal die. Ich probiere Neues. Kaufe welche nach, die wir schon oft hatten. Also da wechsle ich ständig. Ja, immer nur die gleiche Zahnpasta. Finde ich irgendwie öde. So, dann hatte Rocky hier einmal diese Zahnpflegesticks aufgemuffelt. Die nehme ich ab und zu mal mit. Wenn ich da bin, ansonsten hole ich ihm das eigentlich immer im Fressnapf oder so. Ja, dann ein Produkt, was ich auch seit Jahren abgöttisch liebe und benutze, ist von Alverde die Clear, ich wollte gerade sagen Clear Wash Cream. Was ist los mit dir, Michelle? Auf jeden Fall ist sie mit Heilerde und grünem Tee für unreine Haut. Finde ich toll, ist günstig, Naturkosmetik, angenehmer für Haut und nimmt richtig das komplette Make-up runter. Es sei denn, ihr tragt wasserfeste Mascara, was ich nicht tue, aber die nimmt wirklich restlos unter der Dusche euer Make-up runter. Also da braucht man gar nicht groß vorher irgendwie mit Abschminkpad oder so rangehen. Die finde ich richtig genial. Oh, schmeiß weg. So, und jetzt haben wir noch ein bisschen Kladderadatsch hier, ohne Ende, Masken und. Und zwar, achso, einmal hier noch Dentec Complete Clean, diese Zahnseide-Sticks, auch immer wichtig. Bei meinen ganzen unzähligen Zahnlücken muss man auf Hygiene achten. Deswegen habe ich die immer gerne zu Hause. Genau, so, und jetzt, glaube ich, haben wir aber nur noch so Duschprodukte und Masken. So, ich starte mal mit den Badezusätzen. Da habe ich von Trackle Moon einmal Grapefruit Splash und Fizzy Sparkling Party. Geil. Die sind wirklich toll. Habe ich schon ganz oft nachgekauft. Würde ich immer wieder nachkaufen. Ich liebe die Badezusätze von Trickle Moon. Genauso ein Favorit von mir von Kneipp. Kurzurlaub mit Monoi-Öl und Kokos. Habe ich auch schon so oft jetzt in den letzten Wochen, Monaten drin gebadet. Finde ich richtig toll. Würde ich auch immer wieder nachkaufen. Nummer 2, ihr seht's. Würde mich nicht wundern, wenn hier noch einer drin ist. Aber ich glaube nicht. Nee. Genau, dann habe ich für abends vor dem Schlafengehen einmal von Dresdner Essentia Achtsamkeitsritual Nachtruhe Lavendel dieses mitgenommen. Richtig toll. Da konnte ich noch riechen, meine ich, mich gerade zu entsinnen. Da habe ich, das war vor Corona, ja, weil das ist halt wirklich doof. Also man kann, ich schmecke zum Glück, Video dazu kommt übrigens, jetzt die Tage, aber ich rieche halt nicht. Und gerade wenn man jetzt irgendwie so Kosmetik einkaufen geht oder so, ich kann halt nichts testen. Also das ist für einen Beauty-Blogger, so einen Kosmetik-Freak wie mich natürlich irgendwie Katastrophe. Ne? Also so prinzipiell im Alltag stört mich das jetzt nicht, dass ich irgendwie das Essen nicht riechen kann oder wenn der Hund mal pupst. So, das ist ja, ne, sogar vom Vorteil, aber so in der Drogerie ist das dann doch schon so, wo man denkt so, Mann. Ja, aber ich bin da optimistisch. Bei dem einen dauert es 3-4 Wochen, bei dem anderen 3-4 Monate. Es soll ja wiederkommen, von daher. Ich bin froh, dass ich schmecken kann. Das ist mir ja schon mal viel wichtiger. Von daher warten wir einfach mal ab. Genau. So, und was habe ich jetzt noch? Ich habe hier die Koffein-Power Augengel-Pads von Shevens. Finde ich toll. Ich habe immer Augenpads da, benutze ich die sehr, sehr oft. Lagere ich gerne im Kühlschrank, einfach für diesen frischen Effekt am Morgen. Dann habe ich hier auch von Shevens die etwas teureren Hyaluron-Hydrogel-Augenpads mitgenommen. Ich muss sagen, ich fand die, die haben jetzt irgendwie 1,95 gekostet, die anderen unter einem Euro und ich fand die jetzt nicht besser. Also, weiß ich nicht. Sagt mir mal, falls ihr die getestet habt, ob ihr die gut findet, weil ich habe da jetzt irgendwie, das war viel dünner, nicht so gelig, nicht so feucht. Also ich weiß nicht. Also ich glaube, ich finde die anderen besser und die kosten die Hälfte. Hier nochmal Koffein von Shevens. Dann habe ich von Balea die Hydrogel-Augenpads mit Hyaluron und Kaktuswasser. So eine Limited Edition. Genau, da variiere ich. Also die Shevens, Yuti, was
der Kühlschrank bei mir gerade so hergibt. Genau, und dann habe ich jetzt noch Masken. Deswegen ist die Tüte auch so schmuddelig hier. Das ist nämlich der Übeltäter. Dreimal die Anti-Pickel-Maske von Luvos. Wirklich ein All-Time-Favorite von mir. Benutze ich schon ganz lange. Meine Mutter schwört auch drauf. Ich finde die auch richtig, richtig toll. Benutze ich meistens, wenn ich in der Badewanne liege, lasse sie so ein bisschen einwirken. Und danach fühlt ihr euch auch richtig gereinigt. Die Haut ist schön matt, aber nicht ausgetrocknet. Ist halt richtig angenehm für die Haut. Und dann habe ich noch von Schiebens die Totes Meer Schlammmaske. Auch gegen Pickel. Finde ich auch gut. Ja, kaufe ich auch immer mal wieder. Und zu guter Letzt, ach, das erinnert mich auch so an Urlaub, von Teti Sept das Hammam-Ritual mit Olivenöl, Feige, Arganöl und Hammamkräutern. Finde ich auch super. Werde ich auf jeden Fall mir nachkaufen. Ja, finde ich richtig toll. Erinnert mich immer an Türkei-Urlaub und das Hammam, was man da macht. Ich bin sehr traurig. Dieses Jahr sind wir jetzt nicht weggeflogen. Nicht wegen Corona unbedingt, sondern A, weil ich operiert worden bin und B, weil mir das irgendwie alles ein bisschen zu risikoreich ist. Überall brennt es, sei es Griechenland, in der Türkei. Also irgendwie ist das alles momentan nicht so toll. Deswegen haben wir uns entschieden, zu Hause zu bleiben. Und ja, deswegen nutze ich unsere Badewanne viel und mache hier Spa. Mit Meditation und Co. Ne? Ja, genau. Das waren die ganzen aufgebrochenen Produkte. Ich freue mich, dass ich die jetzt endlich alle im Müll werfen kann, weil das war so ein Berg hier, den ich für euch gesammelt habe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielleicht war der ein oder andere Tipp für euch dabei. Lasst es mich mal gerne in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet, von den Sachen oder was euch vielleicht inspiriert hat. Und ansonsten sehen wir uns bei meinem nächsten Video, wenn ihr Lust habt. Und zwar wird das morgen online kommen, am Freitag, passend zum Wochenendstart. Und da zeige ich euch meine aktuellen Beauty-Favoriten. Unter anderem auch, was ich alles so in meinem Gesicht trage. Das fragen ja auch immer viele. Das erfahrt ihr im nächsten Video. Deswegen freue ich mich, wenn ihr einschaltet. Ansonsten lasst mir gerne ein Abo da, falls ihr kein Video mehr verpassen wollt. Und aktiviert die Glocke. Dann werdet ihr immer informiert, wenn ich sozusagen einen Upload für euch habe. Und ansonsten bleibt mir gesund. Bis bald und tschüss.